end this. Reaching for the stars, traveling so far. Like a dragonfly, just grab my hand from him sin. With me tonight, I'm on a roll. Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ja, die Scheune steht bereits leer. Alle Wagen sind im Einsatz. Wir sind heute am Haferdreschen. Der Mähdrescher ist bereits schon gerichtet. Die 2-2-Achser auch. Die haben wir heute hinterm 353 hängen. Ich kann es euch fix zeigen, bevor es dann auch letztendlich raus ans Feld geht. Ja, warum fährt der 353 heute mit ab? Einfach aus dem Grund, weil mein Kollege Bock hatte. Und habe ich gesagt, naja, warum nicht? Hängen wir dir auch einen Hänger 2 hinten dran. Und dann kannst du auch ein bisschen mitspielen, sagen wir es mal so. Und der Case, der ist bereits schon draußen im Feld. Da hängt vom Öler die Mulde hinten dran. Die gehört nicht mehr, die habe ich mir vom Leona geliehen. Aber das seht ihr ja gleich, wenn ich rausfahre ins Feld. Und dann würde ich sagen, tue ich gleich mal die Perspektive wechseln, spann euch an die Kopfhalterung, ans Stirnband. Und dann geht es auch schon direkt raus ins Feld. Ja, hoffen wir, dass heute alles durchhält. Getankt ist, Sprit müsste somit reichen. Geschmiert ist alles. Zwischen dem letzten Ernteeinsatz und diesem jetzt, also wir haben ja das letzte Mal den Weizen gedroschen. Ja, zwischen in der Pause haben wir ein Lager gewechselt beim Mähdrescher und 3 Riemen. Eigentlich hätte man nur einen Riemen tauschen müssen, aber um den einen Riemen tauschen zu können, hat man 2 andere noch wegmachen müssen. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, das Geld nehmen wir jetzt auch noch in die Hand und dann macht man es einmal richtig. Also, dann Perspektive wechseln, los geht's, wir wollen heute ein bisschen was reißen. So, das Wichtigste haben wir dabei, trinken. Es ist Sauhitz heute, schwitzt schon wie ein Schwein, hat noch nichts groß geschafft. Ja, hier habe ich jetzt eben noch das Schneidwerk abgeschmiert, ist sehr wichtig, gerade hier unten beim Messerantrieb. Das hat einfach so viel Bewegung und da ist einfach wichtig, dass das Ganze gefettet bleibt, damit wir hier keinen Schaden haben oder irgendwas kaputt geht. Machen wir hier noch zu, haben wir alles, können wir mal kontrollieren, ja, passt. Hier machen wir seitlich auch noch zu, Werkzeug haben wir das Nötigste dabei. Hoffen wir, dass wir es heute nicht brauchen. So, das passt alles. Also die Scheiben habe ich jetzt auch mal sauber gemacht. Die waren so eingestaubt und wenn dann die Sonne tief gestanden ist, hat man zum Schluss gar nichts mehr gesehen. Ja klar, die stauben wieder ein später, aber trotzdem sollte es ab und zu mal gemacht werden. Hier, wie gesagt, Trinken dabei, Mundschutz dabei, sehr wichtig in meinem Fall jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Die Leiter klappe ich noch kurz ein. Jo, leg mal los. Ins Feld fahren, müssen wir erstmal schauen wegen den Einstellungen, weil wir jetzt heute den Hafer, den Sommerhafer ernten. Das letzte Mal haben wir den Weizen geerntet und da müssen wir jetzt auch wieder Einstellungen anpassen, wie beispielsweise die Dreschtrommeldrehzahl, die Windstärke vom Gebläse, den Korbabstand und
und die Lamellensiebe. Aber das werden wir dann anschauen. Ich habe jetzt die Voreinstellungen bereits schon getätigt. Zumindest so, wie es im Handbuch drin steht. Aber danach kann man auch nicht immer gehen. Das ist nur ein Richtwert letztendlich. Das andere stellt man dann im Internet. Letztendlich ist dann so, dass man im Feld raus nochmal schauen muss. Und dementsprechend das Ganze nochmal einstellen muss. So, jetzt habe ich Vollgas gegeben. Jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Feld. Also zum Mähdrescher werde ich separat nochmal ein Video machen, wo ich alles wirklich in Ruhe erkläre. Weil jetzt einfach so nebenbei zum Ernteeinsatz, letztendlich möchte man auch irgendwo noch effektiv sein und sich jetzt nicht irgendwo dreiviertel Stunden hinstellen, irgendwas filmen. Klar, wenn das Ganze nebenbei passiv läuft, dann mache ich das gerne, wenn sich das miteinander vereinbaren lässt. Aber so jetzt extra mich irgendwo in der Schattenstelle dreiviertel Stunde alles erklären, ja, da habe ich jetzt einfach die Lust nicht zu und die Zeit nicht zu, deswegen machen wir das dann separat, wenn es wieder ruhiger ist. Zum Ende hin von der Ernte oder eben nach der Ernte mal schauen. Oder man macht gegebenenfalls einen Livestream, wo ihr dann direkt eure Fragen stellen könnt, wo ich die dann beantworten kann dementsprechend. Ja, das kann man sich ja mal in Ruhe überlegen und ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben. Und so ist es, genau. Hier das Schneidwerk haben wir noch angebaut, logischerweise, weil wir jetzt nur landwirtschaftliche Verkehrswege fahren. Da geht es noch mit der Überbreite von ja, knapp 4 Meter. Aber wenn wir jetzt natürlich über die Landstraße fahren müssen, 2, 3, 4 Kilometer oder noch weiter, dann hängen wir es ab, legen es auf den Schneidwerkswagen und ziehen es dann separat hinterher.
Mais schon gepresst. Das macht so ein Kollege aus dem Nachbardorf. Die tun das dann häckseln, das Rapsstroh, und dann nutzen die das zum Heizen. Die Leiter wieder runter. Ja, die klappe ich halt hoch, wenn ich ins Feld rausfahre, weil es dann einfach angenehmer ist. Nicht, dass man da unnötig irgendwo hängen bleibt. Also, hier verläuft die Grenze. Hier steht Scheißmelde drin, da vereinzelt Distel. Ja, ist hier am Rand ein bisschen verunkrautet. Ich werde hier das Vorgewende jetzt auch häckseln. Deswegen habe ich den Strohhäcksler hinten eingeschaltet. Und wenn ich das Vorgewende gemacht habe, lasse ich Stroh rauslaufen. Das gibt dann Rundballen. Das wird dann morgen Abend wahrscheinlich gepresst. Mal schauen. Wie gesagt, hier verläuft die Grenze. Das wird weggehäckselt. Abgesehen von der Scheißmelde hier in dem Eck und den Disteln. Ja, hier vereinzelt auch noch. Aber abgesehen davon haben wir hier wirklich einen sauberen Bestand. Und ja, der ist so schleppend aufgelaufen früher, weil es so lange trocken war. Dafür steht er relativ gut. Ich bin mal gespannt, wie er sich dann ertraglich macht. Hier die Mulde. Der Tandem-Öler-Kipper hinter dem Case. Vorhin schon rausgefahren. Ich bin derzeit noch allein. Die nächste halbe Stunde müsste dann noch ein Kollege kommen. Der kommt mit dem 3350 rausgefahren. Und ja, das Ganze, den ganzen Hafer, den wir heute ernten, müssen wir dann ein bisschen weiter wegfahren. Deswegen müssen wir dann schauen, dass hier ein bisschen was läuft. Die Schlepper laufen. Und ja, dann mal schauen. Hoffe ich, dass alles durchhält hier. Wir unsere Sache erfolgreich geerntet bekommen und dann später vielleicht noch beim Kollegen miternten oder nicht. Ja, mir ist eigentlich egal. Schauen wir mal, wie es zeitlich hinhaut. Erstmal das eigene Sachdrescher. So. Dann fange ich mal an. Und ich werde heute über den Tag verteilt die Kamera für euch immer wieder einschalten. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. So, das Vorgewende ringsrum habe ich jetzt gedroschen. Bin jetzt jeweils in der Stirnseite dreimal oder drei Bahnen gefahren. Man hätte auch vier fahren können. Aber ja, ich brauche das Stroh, ich wollte jetzt nicht zu viel weghäckseln und fahre jetzt schön parallel, so gut wie es geht, Bahn für Bahn. Und dann wird es folgedessen morgen gepresst. Den Strohhäcksler habe ich bereits runtergeklappt. Da muss man den Strohhäcksler hier einfach in der Halterung, in der Verankerung jeweils links und rechts lösen. Und hier ist jetzt noch der Riemen auf der Riemenscheibe, der mir den Strohhäcksler antreibt. Den Riemen müssen wir jetzt noch runternehmen, weil wir wollen ja jetzt nicht, dass der Riemen hier mitläuft. Moment. So. Also, den Riemen hier müssen wir jetzt gerade von der Riemenscheibe runternehmen, hier hinten von der Spannrolle runter, damit der uns nicht mitläuft. Jetzt hängt er hier frei, aber der kann ja nirgendwo hin, den können wir gerade hier so hängen lassen. Machen wir hier die Klappe wieder zu. Wird hier gerade mit den Gummis verriegelt, die muss man auch mal wechseln. Ich habe noch ein paar auf Ersatz, aber ist ja gar kein Thema, kein Problem. So,
Der Riemen ist frei. Von der Antriebsscheibe, vom Antriebsriemen runtergenommen. Und dann passt das hier alles, ja. Hier müssen wir die Klappe noch zurückklappen. Die ist links und rechts arretiert, gesichert. So. Der Strohhäcksler wird hier gerade mit dem Flacheisen gesichert. Aber ich glaube, das habe ich im letzten Vlog schon gesagt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich habe jetzt eben voll abgetankt. Schauen wir uns das Ganze an. Also hier am Haver, am Korn haben wir keine zerschlagene Könner. Das ist schon mal gut. Wenn wir hier jetzt zerschlagene Könner hätten, hätten wir wahrscheinlich eine zu hohe Dreschtrommeldrehzahl oder der Abstand vom Korb zur Trommel wäre zu gering. Aber den lassen wir jetzt mal so. Wind habe ich auch weitestgehend runtergeschraubt. Der Haver ist ziemlich leicht. Und da kann schnell mal passieren, dass, wenn man zu viel Wind drauf gibt, der Haver hin und raus fliegt. So, viele von euch hatten gefragt, ob man das Abtankrohr mechanisch klappen muss oder ob man das hydraulisch klappen kann. Also hier habt ihr die Antwort. Ich habe hier einen Hebel. Zack. Er schwenkt ein. Also Gott sei Dank hydraulisch. Brauchen wir nicht mehr absteigen. Beim 321 hat man da jedes Mal absteigen müssen. Ich habe es letztes Mal nur nicht eingeklappt gehabt, weil ja ringsherum waren keine Bäume. Und hier unten habe ich gleich den Wald. Da will ich das Rohr jetzt nicht links ausgeschwenkt haben, weil man sonst vielleicht an einem Baum hängen bleibt oder. Also, als erstes immer Handbremse lösen. Sehr gefährlich bei einem Mähdrescher, weil der hat so viel Kraft. Der zieht ja auch Bahn für Bahn mit angezogener Handbremse. Dann kann es sein, dass der Karre abbrennt. Und das wollen wir ja nicht. So, hier haben wir die Drehzahlanzeige. Messuhr für die Motordrehzahl. Hier haben wir allgemeine Angaben zur Betriebstemperatur, also zur Motortemperatur, Öldruck, Warnleuchte und so weiter und so fort. Hier haben wir noch die Tankleuchte, oder Tankleuchte, die Tankanzeige, die geht sogar. Und hier haben wir jetzt unsere Dreschtrommeldrehzahl, die ist sehr wichtig, die sollte man immer im Auge behalten. Und ja, Betriebsstundenzähler. Und dann legen wir jetzt mal los und fahren weiter, dass wir es geschafft kriegen. Also, ich gehe mal so vor. Ich schalte immer erst die Dreschorgane ein, dann das Schneidwerk und dann gebe ich Vollgas. Manche geben Vollgas und tun dann erst einschalten, aber das mag ich eher weniger, weil es sonst einfach zum sehr hohen Verschleiß kommt und das kann man so vermeiden, wenn man jetzt hier einfach im Standgas. Also ihr hört, das sind die Dreschorgane, Siebe, Dreschkasten allgemein, Dreschtrommel. Und jetzt haben wir hier das Schneidwerk. Jetzt läuft alles und jetzt können wir Gas geben.
habe ich jetzt bereits vollständig abgeerntet. Der Case ist jetzt bereits schon im Landhandel, der müsste mittlerweile auch wieder auf dem Rückweg sein. Mein Vater ist jetzt eben noch hinzugekommen, hat den 633 genommen und hat sich die 2-2-Achser geschnappt und ist mit denen jetzt auch Richtung Landhandel. Ja, der Kollege hat gerade angerufen, hat gesagt, dass der heute um 18 Uhr zumacht, warum auch immer. Also, wenn der Getreideannahme während der Ernte um 18 Uhr zumacht, weiß ich auch nicht. So, jetzt fahren wir gleich weiter zum nächsten Acker. Hier kann ich eigentlich mal die Tür aufmachen, kriege ich ein bisschen mehr Luft. Während dem Dreschen habe ich hier immer die Staubschutzmaske an. Ja, die hält jetzt bestimmt nicht den ganzen Staub und Dreck fern, aber ist schon mal besser, wie wenn man gar keine auf hat. Hier der Hammer, der wird auch noch gedroschen. Das macht aber dann ein Kollege, Lohnunternehmen. Er steht bereits auch schon vor Ort. Wenn wir dann später fertig sind, werden wir beim Kollegen aushelfen. Dann kriegt er von uns auch noch ein, zwei Wagen. So, schauen wir mal einen Gang hoch. Stellst du gerade noch neben, oder? So, weiter geht's. Also, könnt ihr euch auch mal kurz einen Überblick verschaffen. Der Hammer ist auf jeden Fall reif. Unkraut auch wieder vorhanden. Gerade hier zur Grenze hin. Aber wenn man so den Bestand einmal überblickt, sieht es doch relativ sauber aus. Vereinzelt guckt man was durch, ja, aber sonst, der steht auf jeden Fall besser wie im ersten Schlag, wo wir gerade waren. Da steht er dichter, kann auch ein paar Meter reinlaufen und von der Abreife her ist der auch schon wesentlich weiter. Also ich habe jetzt gerade bei mir gemerkt, dass vereinzelt noch ein paar grüne Stellen mit bei waren, aber bei ihm gerade im Lieferscheu stand drauf 11,5 Feuchte, also 11,5%, und das ist dann auf jeden Fall schon wieder zu trocken. Und der hier, denke ich, wird sogar noch trockener sein. Mal schauen. Aber der hier ist auch gleichmäßiger aufgelaufen. Den hatte ich euch mal in einem Video gezeigt damals nach der Aussaat. Und daraufhin ist der auch gleichmäßiger abgereift, logischerweise. Weil im anderen Feld ist er ziemlich
schlecht aufgelaufen am Anfang. Ziemlich ungleich und das macht sich dann bis zur Ernte und auch während der Ernte noch bemerkt. Das Stroh lassen wir hier auch rauslaufen. Setze ich meine Maske wieder auf und dann geht's weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Die hat hier so einen Filter drunter. Ist auch alles einzeln waschbar. Dann kommt natürlich noch der Hut theoretisch, aber ich habe jetzt die Kamera auf dem Kopf. Deswegen lassen wir den mal weg, sonst seht ihr ja nichts mehr. Also, gleiches Spiel wie vorhin. Dreschorgane an. Leitwerk an. Und Vollgas.
hier können wir das Abfangrohr ausgefahren lassen, weil hier ringsrum stehen ja keine Bäume, somit läuft da auch nicht die Gefahr auf, dass man es beschädigt. Der ruckzuck vergeht ein Tag, der Hafer ist vollständig abgeerntet. Ja, wir sind jetzt soweit auch durch bei uns mit der Ernte. Der Weizen ist geerntet, der Hafer ist geerntet. Zuvor wurde der Winterraps geerntet. Und ja, mit dem Mähdrescher Weizen und Hafer bisher alles prima geklappt, super geklappt. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich auf nächstes Jahr die Kabine dichter bekomme und vor allem auch ein Klimagerät darauf verbaut oder zumindest mal gescheite Lüftung. Aber wenn man schon anfängt, kann man sich auch gleich ein Klimagerät darauf bauen und ja, ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, sagen wir es mal so. Ja, die Ernte ist zwar bei uns gelaufen, aber trotzdem kommt der Mähdrescher noch mal zum Einsatz. Ich habe jetzt hier
das Schneidwerk bereits schon abgebaut und auf dem Hänger verzurrt. Das Schneidwerk werde ich dann morgen an der Mähdrescher hängen oder vielleicht auch separat. Da geht es dann an die Erbsen, die werden gedroschen auf einem anderen Betrieb. Und folgedessen kommen da auch noch Tritikale. Also da darf der Mähdrescher dann auch nochmal zeigen, was er kann. Also ich habe bisher noch nie Erbsen gedroschen, muss ich mal schauen. Ist auch für mich irgendwo eine neue Erfahrung, ein Erfahrungswert, wo ich da mitnehmen kann. Und ja, jetzt beim Dreschen am heutigen Tag, es war verdammt heiß, ja. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, auch in der Kabine. Der Mähdrescher von der Betriebstemperatur her war immer im grünen Bereich, also jetzt auch nicht kurz vorm roten oder so. Also da passt alles, weil das hat man ja gerne mal im Mähdrescher, gerade wenn man da noch häckselt. Den letzten Acker habe ich da noch gehäckselt, da der relativ weit weg ist und ich keine Lust habe, so weit zu fahren, um die Rundballen zu holen. Genau, das Stroh wird dann morgen Abend wahrscheinlich gepresst oder morgen Nachmittag, muss ich mal schauen. Und so ist das. Vom Drescher heute her hat alles prima geklappt. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Bestände sehr unterschiedlich abgereift waren. Ja. Also der erste Acker hat sich noch etwas zäh an manchen Stellen dreschen lassen. Und der zweite Acker, der ging eigentlich wunderbar. Der hat sich schön schneiden lassen, ist schön ins Schneidwerk gefallen. Hat man dann schön, ja, dreschen können. Und beim ersten Acker, da hat man als Platten dabei gehabt, da hat der Mähdrescher richtig so, ich hatte so ein bisschen gekotzt. Aber das Ganze hielt sich noch ins Grenzen. Also das hat auch damit zu tun, da das erste Feld ungleich aufgelaufen ist bei der Aussaat, weil es ja da so trocken war. Gut, bei dem zweiten Feld war es auch ziemlich trocken, aber da war es ja so, dass ich zuvor nicht gepflügt hatte, sondern die Winterfurche gezogen hatte. Also das Erdreich hatte sich schon gesetzt und dann habe ich da hineingesät. Und beim anderen Schlag war es so, dass ich gezackert habe und direkt ins Gezackerte dann, ja, ein paar Tage darauf mit der Fräse gefahren bin und da hat er sich dann doch schwer getan. Da hätte man im Nachgang nochmal mit der Walze durchfahren müssen, dass das Ganze rückverfestigt wird, wir hier einen besseren Kapillarenschluss haben und so weiter und so fort. Ja. So ist es halt, was ich gemerkt habe dieses Jahr bei der gezackerten Felder. Man hat einen wesentlich geringeren Unkrautdruck. Ja. Jetzt zum Schluss habe ich noch einen Acker gedroschen. Der war nur gegruppert. Da hat man auch gleich gemerkt gehabt, dass da mehr Scheißmelde, also mehr Melde und auch mehr Disteln durchgekommen sind. Aber so generell unterm Strich haben wir dieses Jahr im Getreide, gerade im Weizen ziemlich Probleme gehabt mit dem Windhalm und teilweise auch im Ackerfuchsschwanz. Und ja, also in diesem Jahr waren unsere Flächen nicht so sauber, sagen wir mal so. Andere würden jetzt sagen, das sind Beikräuter. Sieht doch schön aus. Hier auf dem Hänger haben wir jetzt noch ein bisschen was drauf. Der wird morgen abgeladen, da werden wir noch ein bisschen was für uns behalten. Da kommt dann auch noch jemand, der ein bisschen was haben will. Und ja, ist jetzt ein kleiner Rest gewesen. Der Case steht aktuell noch in der Halle drin oder in der Scheune drin. Der Hänger ist auch noch mal dreiviertel voll. Der wird dann morgen noch weggefahren. Und ja, so laufen die Sachen nebenbei. Schlag auf Schlag. Dann geht es jetzt demnächst an Stoppelsturz. Ist eigentlich viel zu trocken. Ich hoffe, dass mal regnet. Weil wenn es jetzt so trocken ist, mir schaffe zwar flach, aber ja, die Maschine läuft scheiß in den Boden oder schlecht in den Boden. Ich habe mehr Verschleiß, weil es hart geht und habe dementsprechend auch einen höheren Dieselverbrauch, was mich wieder Geld kostet. Ja, und so ist es halt. Genau, also das soll es gewesen sein für den heutigen Tag. Ich freue mich einfach nur auf die Dusche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein, macht's gut.